Anni und Lars, ich finde, die Menschen wissen viel zu wenig über euch. Und deswegen brauchen wir jetzt ein kleines Interview. Und Caroline scheint mir die journalistisch die seriöseste zu sein. Und deswegen würde ich sagen, kommt doch alle dreimal in die Mitte. Du nimmst doch das RTL-Mikro mit. Ich frage aber erstmal unser Publikum, bevor wir wissen, worum es geht. Ich frage Sie nach einer schönen Autobahnausfahrt. Bottrop Heu? Boy? Puffendorf? Puffendorf! Kinder! Ich grüße Puffendorf, meine Damen und Herren. Wie war das? Da bin ich noch nie raus. Ja, pass auf, Respekt! Oliver und Lars, ihr seid tatsächlich. Ihr seid tatsächlich auf Knien nach Puffendorf gerutscht. Liebe Puffendorfer. Wir entschuldigen uns. Dieser starke Mann, ihr seid nämlich jetzt eine Person. Sieht also, man ja. Olivars sozusagen. Ihr seid mit wunden Knien nach Puffendorf und ihr dürft jetzt über dieses herrliche Erlebnis, dürft ihr jetzt immer nur abwechselnd Wort für Wort sprechen, weil ihr seid eins. Also, komm auch nicht mehr viel hoch. Vergnügen bei deinem Interview. Ja, vielen Dank. Bei mir ist jetzt der Herr Flitzebogen. Wir sind hier in Puffendorf und es ist unglaublich, er ist hier auf den Knien hingerutscht. Wo kamen Sie denn her? Aus, Detmold. Das ist ja unglaublich weit weg von Puffendorf. Wie kamen Sie denn auf die Idee, das Ganze auf Knien zu machen? Ich hatte nichts zu tun und dachte vielleicht mal so einfach. Steckt da nicht doch ein gewisses Verlangen nach Medienpräsenz dahinter? Selbstverständlich nicht. Aber ich wollte zugeben, dass ich nicht ganz rein. Bin. Das bedeutet was genau? Gute Laune. Haben und keine schlechte Laune verursachen. Also was ja viele nicht wissen, Sie haben das ja durchgehalten, nur indem Sie sich selber gepusht haben mit so einem Wanderslied, was Sie sich immer wieder vorgesungen haben. Können Sie uns das jetzt nochmal vorsingen? Ja? Ja? Ja. Auf der Reeperbahn nachts auf dem Knie. La la la. Ja, das Mensch, das spornt an. Toll. Und haben Sie denn Schmerzen oder haben Sie da irgendwelche Protektoren an den Knien? Ja. Meine Knie sind sehr holzig. Holzig, das heißt, es sind gar keine echten Beine? Nein, sondern Holzbeine. Und auch kein schönes Produkt. Also bis gleich. Wir sehen uns.